Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War II. Heute um 19 Uhr wird das neue große Update rauskommen und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Unter anderem werden Sachen verändert wie die Divisionen werden verändert, von den Perks her. Also mit Schalldämpfer, Blipapo, da wird einiges dran verändert. Unter anderem hier unten bei den Grundausbildungen wird auch einiges verändert. Bereit wird sogar komplett rausgenommen. Dafür hat dann jede Waffe automatisch drei Aufsätze, die man drauf machen kann. Das finde ich eigentlich ganz nice, was dann kommen wird. Ja, wo ich aber dazu sagen muss, so verhunzen damit nicht irgendwie in irgendeiner Weise das Spiel so ein bisschen, wo ich mir so sagen muss, so ernsthaft? Oh, ist really und so? Auf jeden Fall, wir werden heute nochmal, bevor das Update heute Abend rauskommt um 19 Uhr, werden wir nochmal einfach mal so spielen, wie es eigentlich ist. So wie wir es alle kennen, so wie wir es alle irgendwie in gewisser Art und Weise mögen und auch hassen. Wir werden auf jeden Fall die neue Tarnung spielen, die wir letzte Folge gezogen haben. Sieht jetzt so mehr so matt aus, das Ding. Ist aber, ja. Wir werden es einfach mal spielen und mal schauen. Vielleicht sieht es ja in-game noch ein bisschen schicker aus als so hier im Hauptquartier. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein Spielchen suchen und dann können wir ja noch ein bisschen weiter über diese großen Veränderungen reden. Also, bis gleich. Team Deathmatch. Ja, wir sind jetzt auf Gustav Cannon gelandet und ja. Ganz normal, Team Deathmatch-mäßig und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, dass so ziemlich wow, dass so ziemlich alles irgendwie an dem Spiel jetzt groß verändert wird und ich weiß nicht. Wir werden sehen, ob sich das Spiel danach noch irgendwie in gewisser Art und Weise irgendwie lohnt. Oder ob ich dann sag, Mann, hör doch auf damit, du Wichser. Oder ob ich dann einfach sagen werde, so, nö. Wir haben das Spiel jetzt so verhunzt, dass ich dann irgendwie auf einen anderen Teil oder sowas umsteigen werde. Ja. Weil die haben in letzter Zeit echt viel gemacht, so viel Scheiße dazu gebracht, wo ich mir so mal denke, so, na, was hat das zum Beispiel mit Zweiten Weltkrieg zu tun? Ja. Was war denn sein Plan gerade? Keine Ahnung, wo der hin ist. Nein! Oh, schade. Und auf jeden Fall, ja. Wir werden sehen. Also, wir werden es antesten in den also im Laufe dieser Woche. Ich werde mir alle mal angucken. Es soll auch, soweit ich weiß, eine neue Division dazu kommen. Ja, soweit ich mitbekommen habe. Aber da bin ich mir noch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Werden wir ja morgen sehen. Wenn denn die Folge kommt mit den großen Veränderungen. Gucken wir uns das auch alles ein bisschen genauer an. Ja, alles klar. Hey, was kennst du hier, Junge? Heftig sowas. Wirklich schon in jeder Runde da so ein scheiß Camper, weißt du? Jetzt hat er mir auch noch den Abschuss geklaut. Dummes Stück. Scheiße. Ich bin immer noch irgendwie ein bisschen erkältet, ne? Das ist echt heftig. Ich werde den Shit nicht los. Alles klar! Und er sniped mich einfach wieder, ne? Stück Scheiße. Aber das hasse ich an Gustav Cannon, ne? Das ist der Grund, warum ich das hier nicht gerne spiele. Hier sind auch immer welche, die campen und dann immer an denselben Stellen. Kann man es anders erwarten. Und dazu kommt dann auch noch, dass die dann einfach alle auch mit Sniper und so ein Scheiß spielen. Ja, war klar, dass da eine Scheißmine liegt. Das ist irgendwie grundsätzlich so. Dass immer irgendwo eine verfickte Kackmine liegt. Und ich natürlich der Einzige bin, der da reinläuft.
Oh. Wie habe ich den denn jetzt bekommen? Ich weiß nicht, aber ich habe ihn gekriegt. Oh, in der Ecke, Alter, das gibt's doch nicht. Oh, widerlich, solche Leute. Guck, ob die Nette ankommt. Ansonsten hole ich ihn mir auf andere Art und Weise. Nein, es wird mir geklaut. Oh, du Stück Scheiße. Mann, das gibt's doch nicht. Nein! Ah, ich muss nachladen! Scheiße! Und ich bin One-Shot, ne? Ah, das gibt's nicht! Ich bin One-Shot! Hey, liegen auch halt vorne, ne? Mit ihrem Müll. Hallo? Ist hier jemand? Ich finde gerade keine Gegner, das gibt's nicht. Lölölö, Gegner, hallo? Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt. Alles klar. Den haben wir einfach mal weggeholt. Warum auch nicht? Gucken, haben wir Zeit zum Nachladen? Ja, haben wir. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch den Tunnel. Auch wenn ich meine, die kommen jetzt gleich wieder von da oben. Ja, okay, da kommen auch welche. Ja, ist klar, Junge. Wo liegst du denn? Da oben, na, war klar. Das war so klar, das war so klar. Oh, nee, und dann werde ich wieder von dem Scheißzug da oben geholt. Zum Kotzen. Ganz ehrlich, ich hasse diese Karte, ne? Das ist die beschissenste Map, die man hier haben kann. Junge, verreck du Sau. Ne, das ist absolut meine Hasskarte in diesem Spiel. Ich habe diese Map hier, die habe ich noch nie so wirklich gemocht. Das ist auch der Grund, warum die fast nie in den Videos kommt. Weil ich sie auch fast eigentlich gar nicht spiele. Selten auf jeden Fall. Na gut, jetzt für dieses Video ist es mir eigentlich egal, welche Map jetzt hier gekommen ist. Weil ist ja eher so wie so ein Infovideo, nur halt mit ein bisschen Gameplay von mir dazu. Und ja, wir werden auf jeden Fall mal schauen, die Woche über so was mit den neuen Divisionen und all so ein Kram ist. Ah, hast mich nicht gekriegt mit deinem Scheiß, Junge! Was fällt dir ein? Kriegst mich nicht mit deiner reinen Feuerpistole. Das hast du dir wohl so gedacht. Aber nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an, wie er da kämpft, Alter. Das ist, unfassbar sowas. Immer an derselben Stelle und dann immer wieder an dieselbe Stelle. Und wieder, hammer heftig. Ey, der ist auch schon immer noch hier oben, ne? Als ob, Junge. Da haben wir eine Fünfer. Yay, wie haben wir das denn jetzt hier geschafft? Irgendwie, aber ja. Wir haben das irgendwie geschafft. Ja, weg damit. Na, pass auf, hauen wir das Ding raus. Das hilft dem ganzen Team weiter. So kriegst du mich nicht. So, den haben wir auch. Wunderbar. So. Noch jemand, der irgendwie was will? Kuckuck. Aufklärungsflug abgeschlossen. Ah, mein Aim. Ui, nein! Oh, ich hänge da an dem scheiß Kran fest. Das gibt's doch nicht. Ich war auf einer 7er oder so. Auf einer 7er oder auf einer 8er Streak war ich. War auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. So, da ist wieder einer, der rumsnipern muss. Achtung, Molotow. Ja, komm, ich schmeiß das Ding einfach mal darüber. Mal gucken, was passiert. Vielleicht rennt ja einer rein. Vorräte unterwegs. Schützt die. Hinten am Fenster sitzt einer. Das habe ich auch schon. Guck mal, wie der da campt, Alter. Weißt du, der campt da schon und dann kriegt er mich nicht mal. Wow.
Einfach nur wow. Wäre natürlich gut, wenn wir jetzt die Runde auch noch gewinnen könnten. Okay, der gehört zu mir. Nein! Und dann treffe ich natürlich direkt auf den nächsten, ne? Der hat mich aus Konzept gebracht. Nö! Ja, moin, Alter! Da hast du mal das Ding runtergeballert. Obwohl, komm, ich hau mal die Vorräte raus. Vielleicht kriege ich ja was Gutes raus. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Komm runter, Kiste. Das kannst du gepflegt vergessen, Macke. Das ist meins. Na, wie die ja auch immer gleich klauen wollen, das Ding, ne? Guck mal, ja. Und jetzt müssten wir damit eigentlich die restlichen Punkte holen können, um zu gewinnen. Bumm. Ja, komm, noch mehr. Auf dieser Map ist die Flächenmobilierung echt geil. Stirb, du Sau. Ja, jetzt sind wir vorne. Jetzt sind wir vorne. Wunderbar. Nein. Oh, fuck. Leute, nicht mehr sterben jetzt. Nicht mehr sterben, Leute. Wenn wir die Runde jetzt auch noch gewinnen, wäre das echt geil. Bam. Yes. Wunderbar. Sind wir 3 Punkte vorne. Noch 10 Sekunden zu spielen. Nein, und dann treffe ich nicht. Komm schon, nicht mehr sterben, Leute. Nicht mehr sterben. Komm. Nein, unentschieden. Was? Das habe ich noch nie gehabt. Unentschieden. What the fuck? Ein Unentschieden, Alter. Und ich habe noch gesagt, nicht mehr sterben. Dann hätten wir das Ding locker gewonnen. Ja, was heißt locker? Dann hätten wir wahrscheinlich mit 1 Punkt oder so gewonnen. Aber nein, natürlich muss noch mal einer von uns sterben. Ja. Ja, moin, alter Verwalter. Und wir sind ganz oben mit 19 zu 13. Das kann sich sehen lassen. Und das auf Gustav kennen, wo die alle gesniped haben. Sag ich nicht, nö. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und wir sehen uns dann morgen in einer neuen Folge wieder mit den neuen Divisionen, mit den neuen Perks. Da werden wir uns dann alles so ein bisschen genauer angucken. Auf jeden Fall, bis morgen. Ciao mit V.